Ja moin, hallo Leute, herzlich willkommen zu meiner allerersten Episode oder zu meiner ersten Folge hier, zu meiner neuen Retro-Show auf diesem Kanal. Die wird sich nennen Super Retro-Show. Ja, super von meinem Namen her hergeleitet von Super Siemens, indem ich über Retro-Spiele rede, eine Stunde lang verschiedenste Retro-Spiele spiele, Themen mir überlegen werde, was ich denn genau in den einzelnen Folgen bearbeiten möchte. In der heutigen Episode, also in der ersten, werde ich die besten PlayStation 1-Spiele mit euch ein bisschen durchkauen, ja, die verschiedensten Spiele spielen. Und da sind ein paar ja, Perlen dabei. Ihr könnt mir aber auch gerne für die nächsten Folgen noch Themen vorschlagen. Ein paar habe ich noch mir notiert, die mir spontan eingefallen sind. Die werden dann auch nach und nach kommen. Ich kann natürlich über verschiedene Spielereien reden, über, wie gesagt, verschiedene Konsolen im Einzelnen oder auch einfach Spiele meiner Kindheit bearbeiten. Und ja, da wird so einiges geben, wird so einiges auf euch zukommen. Und ja, es gibt wirklich viel, was man daraus machen kann. Es gibt wirklich vieles, viele Themen, viele verschiedene Kategorien, die man bearbeiten kann. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit meiner allerersten Folge Super Retro Play. Ja, kommen wir mal direkt zum ersten Spiel der PlayStation 1, welches ein Big Name seinerzeit war. Resident Evil von Capcom 1996 erschienen. Und ja, wir starten mal direkt ein neues Spiel. Klassiker. Ich habe es damals bei meinem Bruder gesehen oder zugeguckt. Mein Bruder ist, also ich habe mehrere Brüder. Und mein großer Bruder, der das damals auf der PlayStation 1 gespielt hat, wo ich ihn manchmal zugeguckt habe, der ist 4 Jahre älter als ich. Ist also dementsprechend mittlerweile 29. Und ich als kleiner Junge damals habe mich. Ich bin immer noch nicht. Also ich bin heutzutage, auch mein jüngerer Bruder, wir sind einfach nicht warm mit Horrorspielen. Also ich kann heutzutage, ich kann immer noch keine. So, kommen immer meine Horror-Games raus, aber bin ich nicht für. Kann ich gar nicht. Ich habe einfach Schiss, so. Ich gebe ich mal offen und ehrlich zu, ich kann nichts mit Horrorspielen anfangen. Und dementsprechend, als kleiner Junge damals, ich habe immer nur zugeguckt und selbst das fand ich sehr, sehr gruselig. Also ich habe mich echt gegruselt. Habe echt Schiss bekommen. Konnte noch nicht mal zugucken. So viel Angst hatte ich damals. Und er hat das dann damals immer gespielt. Das sind so meine persönlichen Erinnerungen an dieses Game. Vielleicht auch ganz interessant. Sowas wird auch immer öfter mal kommen jetzt in dieser Show. So alte Erinnerungen von damals werden dann mit einfließen. Die werde ich euch natürlich dann auch dementsprechend, ja, bisschen näher bringen. Wir sind jetzt hier in Raccoon City in dieser Villa, in dieser großen Villa. Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, worum es geht. Wir sind auf jeden Fall Polizeibeamter. Jill und Chris, glaube ich. Oder war Chris im zweiten? Ich habe Resident Evil. Ich kenne mich da nicht wirklich gut mit aus, muss ich euch ehrlich sagen. Das ist aber ein grandioses Game gewesen. Hat nicht umsonst 90er Wertung. Auf verschiedensten Plattformen. Wir werden das jetzt einfach mal ein bisschen spielen, so 10 Minuten vielleicht oder so. Und ich sag einfach mal so ein bisschen ins, ja, ein bisschen reinschnuckern hier in das ganze Game. Gucken wir mal. Natürlich sind hier auch Zombies am Start. Ja. Und ich habe das früher, ich habe das so gruselig gefunden. Guckt euch ihn einfach mal an. Wie der aussieht, ey. Wie der aussieht. Furchtbar, ey. Um Gottes Willen. Ich weiß gar nicht, wie ich schieße. Ich musste erstmal die Tür verlassen. Ich muss erstmal klarkommen auf die Steuerung. Ich weiß nämlich gar nicht, wie ich die jetzt hier spiele. Ich hoffe, der verfolgt mich jetzt nicht durch die Tür.
Also wir haben auf jeden Fall eine Waffe. Aber ich weiß nicht, wie ich die benutze. Ich glaube, ich werde die ganze ohne Waffe rumlaufen. Ach so. Equipped. Wir haben ein Messer. Und damit können wir den wahrscheinlich aufschlitzen. Wollen wir das mal versuchen? Ich glaube, wir machen es mal. Die Villa an und für sich war ja früher schon gruselig genug. Okay, so funktioniert das. Ja. Auf jeden Fall eines der besten Spiele für die PlayStation 1 gewesen. Oh, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Der kommt mir ja direkt hier um die Ecke. Ich zerschlitze dich. Ich sehe gar nicht. Ich sehe überhaupt nichts. Verschwinde. Hau ab. Mach, dass du Land gewinnst. Du Scheusal, du. Boah, es hat ätzend, ey. Ohne Waffe ist das ja kompletter Scheiß. Vor allen Dingen, er greift dich ja ständig an hier. Ich versage hier auf höchstem Level. Oh, Gott sei Dank. Gefahr, ja toll. Heilungsschwein. Ich bin richtig im Arsch, ne? Ich bin richtig im Arsch, du. Ich hoffe, das Drecksding ist kaputt, ey. Ich hoffe, der Sound geht in Ordnung. Hatte der irgendwas, der Gute? Das ist Kenneth vom Bravo-Team der Stars. Er ist kaum noch zu erkennen. Ja, auf den Kopf könntest du auch gerne mal gucken, ne? Boah, das hat mir so Angst gemacht früher, als ich dieses 3D bearbeitete Vorschau-Video gesehen habe, als der Typ da die Leiche gefressen hat und dann dieses scheußliche Gesicht. Boah, ekelhaft. Mittlerweile ist sowas natürlich nicht mehr so gruselig, weil es ist dementsprechend nicht so gut gealtert. Und naja. Man macht sich im heutigen eher mehr drüber witzig. Über die Grafik von damals. Wesker und Jill. Niemand da. Wir sind alleine. Wieso ist der Typ eigentlich alleine abgehauen? Ich verstehe es nicht. Ja. Aber wir haben eine Waffe gefunden. Super. Das ist doch super toll. Die rüsten wir direkt mal aus, wa? Das ist sogar noch Jills Waffe. Jawohl, 15 Schuss. Die kann ich auch gut gebrauchen. Ich kann euch ja nochmal erläutern, wieso, weshalb jetzt dieses Format kommt. Oder wieso, weshalb. Also wer mich schon länger verfolgt, der weiß, ich mag Retro-Spiele. Ne? Ich habe schon so viel auch ältere Spiele Let's Played hier auf dem Kanal. Let's Plays mache ich ja nicht mehr. Auch gar keine Zeit mehr. Und dementsprechend in dieser Show gibt es jetzt mal die Chance, all mögliche Spiele zu spielen und eine schöne Show zu verpacken. Das ist, ja, ist in Ordnung. Und das ist der springende Punkt, wieso ich mich jetzt dafür entschieden habe, das jetzt so zu tun. Fragt mich nicht, wie oft diese Show kommen wird. Sie wird aber kommen. Sie wird nicht irgendwann liegen gelassen, denn mit der großen Indie-Show sind das so meine Herzensdinger. Wir sind jetzt einfach so ein bisschen die Villa durchforsten. Ich vermute, ich befürchte, dass wir jetzt die Treppe hochgehen müssen erstmal. Hier können wir speichern wahrscheinlich, oder? Möchten Sie ein Farbband? Auch die Musik. Große Klasse, ja. Aber echt gruselig. Und auch vor allen Dingen die Türanimation, die Treppengänge und so weiter. Das sah zu der Zeit, sah das halt echt cool aus, ja. Wie der dann auch die Treppen hochgegangen ist und so weiter. Grandios, wirklich. Superschön.
Junge. Oh Gott, da ist direkt ein Zombie. Oh Gott, das haben wir gerade noch so geschafft, ey. Hier wird es ein bisschen gruseliger, finde ich. Also von der Atmosphäre her. Ist das schon echt spooky. Ich hoffe, wir kriegen bald nochmal Munition. Aber ich will euch eigentlich nur für diejenigen, die vielleicht auch etwas jünger von euch sind, so ein bisschen ein Bild von dem Spiel machen oder wie es früher so war, was man, ne, so gespielt hat. Mittlerweile gibt es ja schon 7 Teile zu dieser Spielereihe von Resident Evil. Das war der erste. Okay, wir haben einen Raum gefunden. Oh ja, ja. Wurde gespeichert. Jawohl. Ach, guck mal, da können wir sogar durchgehen. Das ist ja super. Ja, wo kommt der denn bitte her? Ich hoffe, meine Munition reicht noch aus. Das war tatsächlich, glaube ich, sogar der letzte Schuss tatsächlich. Das war der letzte Schuss. Und da ist direkt noch einer. Und der lebt noch. Scheiße. Aber man muss immer auch so ein bisschen auf der Flucht sein. Wieso kann ich denn hier nicht... What the fuck? Was sondern die für einen grünen Schleim ab? Das ist ja noch einer. Sag mal, wie viele seid ihr denn? Das überlebe ich nicht, Leute. Das packe ich nicht. Das packe ich nicht. Das sind zu viele. Der andere verliert aber anderes Blut. Du Scheiß. Alter, da kotzt irgendeine scheiß Säure aus. Lebt er immer noch? Was ist los mit dir, Freddy? Gucken wir mal hier unten eben nochmal, was hier abgeht. Und dann denke ich mal, soll es das gewesen sein mit Resident Evil. Wirklich nicht umsonst eines der besten PlayStation 1 Spiele. Oh Gott, oh Gott. Könnte ich heutzutage auch nie durchspielen. Dafür hätte ich einfach nicht die Geduld, den Orientierungssinn. Ich wüsste gar nicht, was ich machen sollte. Also, deswegen ganz schön, dass wir das jetzt hier für ein paar Minuten spielen und dann ist auch gut. Jo. Das ist ein Safe Room, glaube ich, ne? Oh, guck mal, was wir hier gefunden haben. Magazin. Konnte hier noch Sachen einlagern. Bisschen Munition gefunden. Was haben wir hier? Earth, Chemikalie. Ja, man krepiert aber bald. Gut, Leute, in diesem Sinne. Genug mit Resident Evil. Echt ein tolles Spiel. Und ja, auch die neueren Spiele sind super toll. So, kommen wir zum nächsten Spiel. Ja. Crash Bandicoot 3 Warped 1998 für die PlayStation erschien. Der dritte Ableger der PlayStation-Trilogie. Ne, nicht Trilogie. Also der dritte Teil des, ja, der Videospielreihe von Crash Bandicoot. Ja, soweit ich gelesen habe, das bestbewertetste Crash Bandicoot Spiel aller Zeiten. Nein. Mit über 90% Userbewertung. Und deswegen ist es dann ja auch hier in diese Liste gelangt. Ja, mein Crash Bandicoot 1 und 2 waren ja halt auch seinerzeit echt klasse gewesen.
Ich selber habe es auch gespielt. Na, für die PlayStation, auch damals der PlayStation. Ganz klar. Und dann habe ich auch hin und wieder mal Crash Bandicoot gespielt. Damals noch bei meiner Schwester, bei meiner großen Schwester, die mittlerweile 30 ist, oben im Zimmer, in ihrem Zimmer. Da hatten wir dann eine PlayStation und ja, mit Spyro unter anderem, aber auch mit Crash Bandicoot drauf. Und ja. Jetzt gibt es ja für die PlayStation 4 die Neuauflagen der des Crash, das klingt so richtig komisch, für die PlayStation 4 erschienen mit verbesserter Grafik, aber wir spielen hier das Original. Von damals. Nach langen Jahren wurde mein böser Zwilling Uka Uka aus. Ich würde halt echt gerne diese Forscher überspringen. Wir gucken uns dann trotzdem einfach mal zusammen an, weil ich es nicht überspringen kann. Um die Welt vor seiner Bosheit zu schützen. Nun ist er frei und muss gestoppt werden. Und Cortex muss natürlich wieder gestoppt werden. Uka Uka und Cortex wollen mit dieser Zeitmaschine. Der Fiesling hier, der Erzrivale von Crash. Ihr seid hier, um die Kristalle zu finden. Der verrückte Wissenschaftler. Um die Zeitpforte zu öffnen, stellt euch einfach auf die Schaltfläche. Für die PlayStation 2 sind ja auch noch ein paar Teile erschienen. Die konnten allerdings nicht mehr mit dem PlayStation 1 Teilen anknüpfen. Man hat einfach wirklich nicht so gut gewesen und auch nicht von Naughty Dog. Und Naughty Dog ist ja bekanntermaßen bekannt für ihre Spiele. Unter anderem auch für Crash. Und ja, es ist einfach oldschool, richtig cool. Toad Village. Auch diese ganzen Welten, da wurde dann verschiedene. Ihr habt es ja gerade gesehen, ne? Wir müssen uns jetzt hier in die Welt warpen. Das ist einfach cool gewesen damals. Crash, Crash, Crash. Wieso musst du dich immer einmischen? Schau. Doch witzig erzählt gewesen auf jeden Fall. Das ist wirklich cool. Wir werden ja bald sehen, wer von uns der Stärkere ist. Große, große Klasse auf jeden Fall. Das erste Level hier. Und ganz klassisch ist es natürlich ein 3D-Jump-Game, Jump'n'Run. Und wir müssen jetzt hier durch die Level kommen. Unter anderem können wir dann Äpfel einsammeln. Wenn wir 100 Äpfel haben, kommen dann in ein Leben. Das kann ich euch aber nicht erklären. So, dann gibt es natürlich verschiedene Gegner, die uns das Leben zur Hölle machen können. Unter anderem jetzt haben wir jetzt hier ein Zusatzleben mit dem Uga Uga bekommen. Mit der Maske. Checkpoint. So. Die verschiedenen Gegner, die uns natürlich Böses wollen. Gucken wir mal, dass wir jetzt hier irgendwie ein extra Leben bekommen. Schade, schade, schade. Ja, wenn du natürlich keine Maske jetzt hier bei hast, ist natürlich nur ein Leben, das in einmal getroffen wird, ist es vorbei, ist es um dich geschehen. So. Dementsprechend muss man halt wirklich aufpassen und es wird von Mal zu Mal immer schwieriger, von Level zu Level. Gibt es jetzt noch ein kleines Bonus-Game. Und ich kann euch gar nicht erklären, wie lange ich einfach schon Crash Bandicoot nicht mehr gespielt habe. Es ist wirklich Ewigkeiten her. Und ich glaube, den dritten Teil selber habe ich auch nie gespielt. Vielleicht mal bei einem Kumpel im Dorf oder so. Aber ich kann mich halt wirklich nicht mehr dran erinnern. Ich habe noch einen Checkpoint bekommen. Die werden natürlich dann alle gut geschrieben. Schön viele Äpfel einsammeln, damit wir gleich noch ein neues Leben bekommen. Super. Und auch sein Spin ist natürlich legendär. Ja, direkt ein Leben dazu bekommen, jetzt haben wir 6 Leben. Ja, Crash Bandicoot 3 hat natürlich auch die besten Level. Die coolsten Bosse und einfach die coolsten Ideen. Das ist nochmal eine verbesserte Version zu dem ersten und dem zweiten Teil. Auch wenn es bei dem zweiten Teil gab es irgendwie auch coole Level, coole Ideen vor allen Dingen. Ja.
Aber das vielleicht in einem anderen Mal, wo wir natürlich in vorderster Linie jetzt hier in dieser Folge uns die besten PlayStation 1 Spiele raussuchen. Wie gesagt, da gehört dann nun auch mal Crash Bandicoot 3 dazu. So, jetzt sind wir hier. So ein Smaragd erhalten, die können wir sammeln. Die sind immer so Zusatzbelohnungen. Und wenn wir 100% ansteuern möchten, dann dürfen die natürlich nicht fehlen. So. Bis jetzt noch kein Leben verloren. Toi, toi, toi. Ich bin natürlich richtig stolz auf mich. So, super. Level geschafft. Aber ich glaube, ich habe nicht alles eingesammelt. Oder? Schauen wir mal. Erster Level zumindest schon mal geschafft. Super. Wenn ich Let's Playen würde, dann würde ich irgendwann mal, oder hätte vielleicht irgendwann mal dieses Game Let's Played. Ich habe ja damals Crash Bash, das ist ja so ein Partyspiel von PlayStation 1, versucht zu Let's Playen, aber es war irgendwann so bockschwer, dass ich das abbrechen musste. Und nur mal so nebenbei. Ach, wieso? Man kann sogar drei verschiedene Sachen sammeln. Hier. Ja. Gut, machen wir das nächste Level. Under Pressure, das ist wohl ein Unterwasser-Level. Es tut verdammt gut, einfach mal wieder alte Spiele von früher zu spielen. Es ist einfach, es macht Spaß. Es ist toll. Ach, dieses Wasserlevel meinte ich, ja. Hatte ich so ein bisschen in Erinnerung und war mir nicht sicher, ob es beim zweiten oder beim dritten Teil war. Es war von der Steuerung ein bisschen schwer, irgendwie so, aber es war von der Idee her richtig cool. So unter Wasser. Ich finde, es ist gut gemacht worden, auf jeden Fall. So. Genau, so. Natürlich ein bisschen ausweichen. Hier jetzt nicht getroffen werden, die Gegner erledigen, den Checkpoint mitnehmen, down gehen, dann können wir mal wieder von da an dort anfangen. Müssen auch aufpassen, dass wir jetzt nicht irgendwie hier berührt werden. Die Gegner aufpassen, du siehst ja, wurde man schon das erste Mal getroffen. Lieber ein bisschen vorsichtiger spielen. Aber wir kriegen bald wieder ein Leben zusammen. Komm her. Der Soundtrack grandios, wirklich. Es ist super toll. Na, gehst du mal weg oder was? Das Ding verfolgt mich. Ich glaub's ja wohl. Oh weia. Sauerei. Jetzt hier ein bisschen beeilen, muss ich Angst bekommen, oder was? Dass das Ding immer mal weiter runterkommt, oder wie sieht das aus? Ah! Oh ja, cool! Nice! Das Ding kann ja irgendwas abfeuern, ne? Muss ich mal ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt nicht getroffen werde. Richtig cool. Jetzt bockt es erst richtig. Yes, Mann! Und dann gibt es natürlich noch ein extra Leben! Oh, jetzt was versteckt, guck mal. Hinter dem. Fällt der Name jetzt gerade nicht davon ein? Vor allem. So, hier frisst das. Ihr Drecksäcke. Also kaputt ballern? Jawohl, kann man das. Was geht hier da rein? Checkpoint immer mal mit. Und extra Leben natürlich auch. Und dann geht's ab hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich darf nicht getroffen werden. Eieieiei. So. Ich sollte das Level aber auch schaffen. Oh nein, voller Gegen. Es ist aber auch manchmal echt kacke auszuweichen hier. Yes. Über was versteckt. Vielleicht irgendwie noch eine Maske oder so. Oh, ein extra Leben. Das gehe ich nämlich doch mal mit dir. Okay, das ist halt
Das Ende. Okay, das ist schon das Ende. War jetzt nicht ultra schwer oder so gewesen. Hat aber auch schon seine gute Länge auf jeden Fall. Doch, das war echt ein cooles Level. Von der Idee her auf jeden Fall top. So, ich denke, wir schaffen auf jeden Fall noch eins. Eins können wir noch machen. Eins kann ich euch noch zeigen. Dann haben wir drei geschafft. Orient Express. Ah, genau. Ah, ich erinnere mich doch. Also Teil 3 habe ich auf jeden Fall gespielt, aber bei einem Kumpel, glaube ich, im Dorf damals. Das ist cool. Weil wir jetzt da nicht Crash spielen, sondern... Ich habe den Namen vergessen, sorry. Ich habe ihren Namen... Oh Gott. Das ist jetzt so ein Autorun-Game. Dementsprechend, ich muss halt einfach nur ausweichen. Das ist ein bisschen ein Temple Run. Ich muss gucken, dass ich jetzt hier nicht verrecke. Den Hindernissen ausweiche. Aber es ist halt von der Idee her halt auch cool, weil das ein bisschen an die chinesische Mauer angelehnt ist. Vielleicht fällt mir auch schon mal der Name von ihr ein. Wow. Koko. Koko ist das gewesen, ne? Da wäre das extra Leben nochmal drin gewesen, aber konnte ich leider nicht holen. Oh, Junge. Oh, scheiße. Na, nein. Siehst du, du darfst natürlich nicht einmal getroffen werden. Das ist natürlich... Wow. Ist natürlich dich echt anstrengend, dass du hier nicht getroffen wirst. Aber mit Koko sollte man das schaffen. Ist auch so ein bisschen auswendig gelernt, ne? Ganz klar. Oh, scheiße. Das ist natürlich jetzt vom Schwierigkeitsgrad her nochmal eine andere Schiene. Ich denke, das sollten wir auch nicht schaffen. Wenn wir das extra Leben dann jedes Mal oben mitnehmen können, wenn wir das jetzt nicht irgendwie verpassen, dann mal hier genug Spielraum, das Level zu schaffen. Nicht nur scheiße, das Timing ist abpassen und die Stelle ist halt echt ein bisschen assi. Oh, jetzt haben wir kein extra Leben, ne? Oh, war ja. Oh, Junge, ja. Ich schaff das. Ich schaff das. Checkpoint. Gib mir den Checkpoint. Gib mir den Checkpoint. Oh weia. Oh mein Gott. Oh, ich hab's geschafft. Oh Gott. Jetzt hab ich einen Lauf, Leute. Jetzt hab ich einen Lauf und noch einen Checkpoint. Oh, das war knapp. Ja, das war aber ganz schön knapp gewesen, du. Geht mir aus dem Weg, ihr Idioten. Ich muss ans Ziel. Oh Gott. Oh. Ja, die Level waren halt einfach cool. So, auch von den Ideen her. So, kein Level gleich den anderen. Das ist halt wirklich. Hier steckt so viel Liebe und Mühe drin. Dann haben wir das Level auch geschafft. Das war dann Crash Bandicoot 3. Warped. Time Warped, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das der volle Ausdruck war. Werdet ihr dann sehen. Ich werde es natürlich einblenden. So, in diesem Sinne, bis zum nächsten Game. Da quietscht der Stuhl erstmal. Fett am Rumtoten hier. Oh, das soll mein Game wieder in die Hand nehmen. Ja, wir spielen ein Spiel, welches ich zu der damaligen Zeit gar nicht gespielt habe. Nämlich Medal of Honor Underground für die PlayStation 1 erschienen im Jahre 2000. Ein Ego-Shooter. Ich bin gespannt, wie die Steuerung ist. Muss ich ganz ehrlich sagen, es hat eine 88er Wertung bekommen. Auch, ich glaube sogar, das beste Ego-Shooter-Spiel für die PlayStation und 1. Ich bin mal gespannt. Ich kenne es nicht. Ich habe es vorher noch nie gespielt. Das einzige Medal of Honor, was ich gespielt habe, war die für die PlayStation. Und für den GameCube sogar. Es holt. Das konnte man irgendwie auch im Korb spielen. Ja, ich bin gespannt, aber es sieht schon mal gar nicht mal so schlecht aus, muss ich ehrlich sagen. Es ist okay. Mal gucken, wie die Steuerung ist. Ob wir Auto-Aiming haben. Man hat Auto-Aiming. Man muss nur erstmal so ein bisschen in die Nähe kommen. Er steht einfach wieder auf. Hallo? Jetzt ist er aber, glaube ich, down, ne? Immer noch nicht.
Sag mal, was ist denn los? Der krepiert hier. Der krepiert hier einfach nicht. So. Okay. Was können wir eigentlich? Wir können springen. Wir können die Waffe wechseln. Okay, das sollte auf Down sein. Oh, da kommen wir. Kommt ihr denn alle? Hallo? Kommt ihr denn alle angeschissen? Ah. Okay, wenn du gedrückt hältst, dann kannst du den Cursor so ein bisschen bewegen. Ja, ich glaube, das sollte Down sein, oder? Nee, aber noch nicht. In deinen Kopf rein. So, das sollte jetzt aber mit dir gewesen sein. Schönes Level. Wirklich schönes Level. Gefällt mir bis jetzt sehr gut. Okay, wir haben einen First Aid Kit bekommen. Das sollte unsere Leben wieder aufgefrischt haben. So, am besten ziele ich immer von der Ferne aus und dann immer direkt in den Kopf. Das ist jetzt hier nicht wirklich gut gelungen. Und der steht auch nicht wieder auf, okay. Ja, ich denke, wir werden auf jeden Fall noch andere Waffen bekommen. Schauen wir einfach mal. Oh, guck mal, wir gehen jetzt hier über so ein Gartengelände rüber. Was halt auch echt geil ausschaut. Okay, das war ein One-Shot. Schade, dass ich das Spiel wirklich verpasst habe, weil natürlich konnte man nicht alles spielen. Ja, die PlayStation 1 ist ja auch nur über einen Zeitraum von, keine Ahnung, 6 Jahren oder so präsent gewesen. Ich sag mal so von 95 oder so bis 2001. Den haben wir auch. Und ich bin 95 geboren. Also ich habe echt auch nicht viel von der PlayStation 1 mitbekommen. Oh, guck mal, das sind Brüder von mir. Seid gegrüßt, Kameraden. Servus. There isn't much time. Follow me and watch your back. Militia are everywhere. Ich verfolge dich einfach mal. Der möchte mich, glaube ich, unterstützen. Kann man sich auch irgendwie ducken? Ist ja natürlich echt cool, ne? We must hurry, sister. Oh, nein, ich wollte schießen. Boah, der nietet hier alle alleine um. Ich weiß auch gar nicht, welcher Medal of Honor Teil das war. Ob das jetzt hier... Es gab hier Medal of Honor, das war der erste Teil dann. Kann gut möglich sein, dass das der zweite oder der dritte Teil ist. Ich meine, gut, 2000 ist halt dann doch eher schon am Ende der PlayStation-Ära. Dementsprechend. Boah, wie die alle wegnatzt, ey. Ohne Probleme. Den snack ich mir jetzt. Komm. Brauche gar nichts machen, Mensch. Oh. Ich bin keine... Oh, wo kam der denn her? Ich bin keine große Hilfe, glaube ich, ne? An der Stelle. Ich verfolge ihn einfach mal. Ich denke, das sollte... Problem darstellen. Der macht ja alles eh alleine hier. Oh, guck mal, jetzt geht's ins Gebäude. Knackt jetzt das Gebäude aus oder platziert der Sprengladung? Ah, er macht die Tür auf. Okay, cool. Jetzt geht's ins Gebäude. Gucken, wie das von innen ausschaut. Bis jetzt grafisch auf jeden Fall sehr ansprechend. Ja. Im Vergleich zu anderen Spielen ist das halt wirklich... meiner Meinung nach noch echt gut aus. Könnte auch irgendwie fast als... Hupala. Scheiße. Könnte auch fast als PlayStation 2 Spiel durchgehen. Ist in Ordnung. Ich könnte mal ein bisschen Hilfe gebrauchen. Was macht der Typ denn da? Aber zumindest hat man auf jeden Fall genug Leben. Gehe ich da rein. Ach so.
A4, okay. Er fährt jetzt ohne mich, oder was? Oder darf ich mit rein? Ja, toll. Ja, wow. Der arme Typ, ey. Hat sie ihn erwischt, wa? Ja, fuck. Ja, ne, aber der hat's nicht überlebt, ne? Hat's nicht überlebt, der Gute. Den haben sie erledigt. Scheiße. Boah, alles abgefackelt. Ja, toll. Flucht gescheitert. Honor the Fallen. Ich habe übrigens als Kind damals immer Honor gesagt und nicht Honor, weil ich konnte natürlich früher kein Englisch. Oh, Level geschafft, ne? Wir nennen uns A und dann geht's direkt ins nächste Level. Oh gut, direkt Continue. The ride continues. Also gezeichnet ist das wirklich echt schön, muss ich sagen. Ne? Also, es ist wirklich toll gemacht. So, wo sind wir jetzt hier? In irgendeinem Bunker oder wo sind wir jetzt hier? Bam. Mind of James Bond. Bam, Junge. Friss Blei. Die haben auch getroffen. Oh, der sieht mich nicht. Der ist am Handy. Der ist am Smartphone. Das sieht aus, als wären wir hier wirklich... mehr in einem Bunker, ne? Wo war er? Hat er mich gesehen? Nö. Hat er nicht. Hat er es überlebt oder was jetzt? Ne, hat er nicht. Sehr gut. Okay. Ich kann euch hier gerne mal erzählen, was so meine Auswahlkriterien waren. Also, wenn wir Spiele bekommen haben, dann hatte ich, in diese, zumindest zu der PlayStation Zeit-Ära, nicht wirklich viel Mitspracherecht, weil ich war meistens der, der halt wirklich nur mitgespielt hat. Ich hatte keine Konsole, nicht wirklich, und ich hatte zu der Zeit auch keine eigenen Spiele. Hab also nur gespielt, was wir da hatten. Meistens haben es dann meine Eltern entschieden. Oder meine großen Geschwister. Was die dann so haben wollten. Ja, und wenn ich denn mal was haben wollte, zur späteren Zeit, habe ich eigentlich mit meinem Bruder immer größtenteils entweder mit meiner großen Schwester anfangs gespielt, dann, oder mit meinem Bruder, mit meinem 5 Jahre jüngeren Bruder. Und ja, wir haben eigentlich... Oh, ich habe eine andere Waffe. Okay, da müssen wir irgendwas platzieren. Haben wir sogar platziert. Sehr schön. Wir haben immer nach Koop-Spielen gesucht. Im besten Fall, oder? Spiele im Multiplayer, die man gegeneinander spielen konnte. Weil ich war halt wirklich kein Spieler, der gerne Spiel alleine gespielt hat. Ich bin schon immer ein kooperativer Spieler gewesen. Weil man das halt auch viel mehr Spaß gemacht hat. Zum Beispiel zusammen mit meinem Bruder. Allein hat das halt einfach nicht so dolle gebockt. Was macht der denn? Was macht der denn da? Man hat natürlich probiert, das Beste aus der... aus dem Controller rauszuholen, aus dem PlayStation 1 Controller. Das ist auch einigermaßen gut gelungen. Und ein Hoch auf Auto-Aiming, weil man konnte hier leider noch nicht so präzise spielen, wie man das gerne gehabt hätte. Ja, aber, nee, okay, gut. Das war genug. Ja, das war genug von Medal of Honor Assault. War ein echt gutes Game. Lässt sich gut spielen. Grafik seinerzeit wirklich top und ja, sah wirklich geil aus. Hat Spaß gemacht. So, dann kommen wir doch mal zu einem
einem der besten Spiele seiner Zeit gewesen. Ja. Tony Hawk Pro Skater 2 ist das bestbewertetste PlayStation-Spiel aller Zeiten. Mit 94% Bewertungspunkten. Oder 94% Bewertungen. Es gibt den Park-Editor, sehe ich gerade. Richtig cool. Den eigenen Skate-Deck kann man mal komplett zu zweit spielen. Skate for Fun. Aber man kann natürlich auch Einzel-Sessions machen. Gehen wir einfach mal da drauf, um einfach mal ein bisschen zu spielen. Spielen wir mal als Tony. Direkt weitermachen. Ja, es gibt natürlich noch etliche andere Spiele, die ich euch hätte zeigen können. Ich spiele mal im Hangar. Werden, denke ich, auch irgendwann nochmal kommen. Also, es ist nicht ausgeschlossen, dass ich jetzt hier die besten PlayStation 1 Spiele, dass das jetzt die einzige Folge sein wird. Um Gottes Willen. Ich denke, da wird auf jeden Fall nochmal was nachgeliefert in der Hinsicht. Denn es gibt noch etlich coole PlayStation 1 Spiele, die es sich zu lohnt zu spielen oder einfach mal zu zeigen. Ich verkacke gerade einfach alles. Muss mal kurz ein bisschen einspielen. Bam, Junge. Tony Hawk natürlich legendärer Skater. Gucke ich mir mal gerne an. Ja, das ist halt einfach echt heftiger Typ. Ich riskiere einfach gerade zu viel. Ja, jetzt mit der Neuauflage, die ja für die PlayStation 5 wahrscheinlich in Programmierung ist. Oder 4? Ist es noch 4? Ich weiß es nicht. Sehr drauf gespannt. 1 und 2. Aktuell jetzt vielleicht. Joa. Noch ein paar Tricks machen hier. Es hat einfach Spaß gemacht. Vor allem im Zweispieler, im Multiplayer. Gegeneinander zu skaten. Punkte zu holen. Ja, das war schon eine große Klasse auf jeden Fall. Man konnte auch Special Moves ausführen. Oh, habe ich jetzt gerade mal was Schönes gemacht. Hier einmal durch die Fensterscheibe durch. Sehr schön. War ein große Klasse Spiel. Ne? Es ist leider heutzutage die Skater-Spiele, die rauskommen, können mit Tony Hawk einfach nicht mithalten. Die neueren Tony Hawk-Spiele sind auch nicht mehr so schön. Aber mit dem legendären PlayStation 1 Tony Hawk spielen, können die allerwenigsten Skater-Spiele von heute mithalten. Was ein bisschen schade ist, weil ich sag mal so, Skater-Spiele haben Potenzial und machen auch immer Spaß. Mal gucken, wenn ich jetzt irgendwie noch Stunt hinkriege, scheiße. Voll verkackt. Auch der Bluteffekt da mit aufs Maul fliegen, das war schon cool gewesen damals. 15.000 Punkte. Naja. Levelauswahl. Wir haben nur ein Level, glaube ich, ne? Dann müssen wir, glaube ich, mal in den Karrieremodus reingucken. Tatsächlich. Gut, dann machen wir das nochmal. Ne? Wir haben noch ein bisschen Zeit. In der Hinsicht können wir uns hier nochmal ein bisschen austoben in dem Spiel. Und in dem Sinne gucken wir uns aber mal den Karrieremodus an, weil Tony Hawk Pro Skater 2. Das beste Tony Hawk Game habe ich selber nie gespielt, tatsächlich. Ich habe das einzige, was ich gesuchtet habe, war für die GameCube. Ich glaube, Pro Skater 4 war das gewesen. Wenn mich nicht alles täuscht. Auch grandios gewesen. Und ich glaube, mehr habe ich gar nicht gespielt, was ein bisschen schade ist. Ja, wir müssen auf jeden Fall Highscore-Punkte sammeln. Ja. Dann gucken wir mal, dass wir hier so einige Punkte zusammenbekommen, weil wir wollen ja natürlich den Hangar schaffen. Ich glaube, 15.000 Punkte brauchen wir mindestens. Gucken wir mal. Ach, den Special müssen wir aufladen. Ich sehe gerade, guckt mal. Wir dürfen also nicht vom Skateboard fliegen. Leichter gesagt als getan, Leute. Einfach mal ein paar Punkte sammeln. Super, schön.
Bisschen grinden. So, einfach mal ein paar Punkte farmen. So. Jawohl. Ach, die Steuerung. Ist direkt wieder. Man fühlt sich direkt wieder heimisch hier. Ich hab den Highscore gepackt. Und könnte jetzt auch eigentlich einen Special Move machen. Ich weiß allerdings nicht, wie der funktioniert. Jetzt einen bestimmten Button hier. Oh, was war das denn? Button drücken muss? Ich weiß es nicht, aber zumindest. Ich glaube, das Level haben wir so in sich schon abgeschlossen. Und den Special habe ich natürlich verschissen. Ja, aber machen. Oh, ich habe Profi. Ja, Profi-Score erhalten. 75.000 natürlich ein bisschen viel, aber gibt es natürlich auch Leute. Die schaffen das. Was ist das hier für ein Symbol hier oben? Boah, das war ganz schön hoch. Oh, boah, geil. Jawohl. Nice. Hui. Voll aufs Maul geflogen. Aber ich denke, das sollten wir geschafft haben. Ja. Gut, 39.000 Punkte. Puh, speichern wir einfach mal. Und dann denke ich mal, können wir noch so zwei, drei. Ach, scheiß drauf. Man kann auch Geld ausgeben. Wofür das denn? Ah, okay. Wir brauchen 1000 Dollar, um das Level freizuschalten. Habe ich nicht. Aber ich sehe gerade, man kann verschiedene Ziele machen. Sammle Skate, Fässerjagd, 5 Pilotenabzeichen, springe 3 Hangtime Grip, finde versteckte Tape. Achso, ja gut. Der Hammer Score bringt natürlich 500 Dollar. Ist, mit der Mission ist natürlich auch echt cool gewesen, ne? Wir jagen mal die Fässer. Und sammle Pilotenabzeichen. Gucken wir mal. Ja. Auf jeden Fall cooles Spielprinzip. Wenn ihr noch Ideen für weitere Folgen habt, wie gesagt, schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare. Dann werde ich da gucken, was ich tun kann. Das ist doch schon mal das erste Abzeichen. Muss ich mal gucken, dass ich hier irgendwie drankomme. Das ging aber ganz schön ab. Boah, hier sind die ganzen Buchstaben. Da komme ich so niemals im Leben dran. Durchjag erstmal die Fässer. 1 von 5. Ich denke, das sollte am aller einfachsten sein, wenn wir mal ein paar Fässer umzuräumen. Die Buchstaben. Also, es ist echt schon eine Herausforderung, irgendwie alles hier zu bekommen innerhalb von 2 Minuten. Mal, wo die restlichen Fässer sind. Hier sind die Abzeichen. Es gibt einiges zu tun, auf jeden Fall. Das waren keine Fässer, glaube ich, oder? Oder waren das Fässer? Waren das jetzt Fässer oder nicht? Nee, wo sind denn die restlichen Fässer? Scheiße. Ach, hier oben vielleicht. Ich bin noch gar nicht hoch hier oben gefahren, ne? Das gibt's nicht Schönes. Gar nichts. Ist ja war der Anfang. Wo sind denn die restlichen Fässer? Ah, das ist damit gemeint. Ich habe irgendwie 2 hinbekommen, wie auch immer. Keine Ahnung. Die ganzen Buchstaben hier zu farmen. Es ist echt schon teilweise ein anspruchsvolles Game. Oh, bin ich denn jetzt gelandet? What the fuck? Was war bockschwer, ey.
Holla die Waldfee, aber ich konnte irgendwie, ich habe irgendein Secret gefunden. Neuer Versuch. $300 haben wir aber bekommen. Versuche halt einfach irgendwas zu tun. Irgendwas hinzubekommen, keine Ahnung. Kann ich hier durch die Scheiben brettern? Mal, warte mal. Bam, Junge. Buchstaben erhalten. Die Abzeichen werden auch nicht schlecht. Scheiße, glaube ich, jetzt Sand oder nicht. Ist mir egal. Ich möchte ein paar Abzeichen holen. Gut, hat man sicher zu sein. Wochenende. Vertrieben. Auch der Park-Editor legendär mit eigenen Strecken, die man da machen konnte. Das war schon echt cool. Irgendwie muss ich hier hochkommen. Also es ist nur ein Buchstabe, glaube ich, der da oben ist, oder? Vor allen Dingen so 5 Gegenstände innerhalb von 2 Minuten ist halt wirklich schon ein bisschen anspruchsvoll. Ich weiß es auch gar nicht. Also wir haben jetzt 4 Fässer. Fehlt immer noch das... Ach, okay. Fässerjagd habe ich geschafft. Das ist doch schon mal gut. Das ist doch schon mal schön. Schade. Muss ich einfach über die Halfpipe springen? Ist das damit dann gegessen, oder? Oh weia. Ich hab's abbekommen. Aber wie? Kann ich euch zumindest irgendwie nochmal eine andere Stage zeigen dann gleich? Das wäre halt schon echt cool. ...75.000 Punkte sammeln wäre natürlich auch eine Herausforderung. Ja, aber guck mal, wir haben... ...trotzdem... genug Geld bekommen, sage ich jetzt. Wir müssten 1000 haben. Safe sollten wir doch 1000 jetzt haben, oder? Dann spielen wir eben nochmal auf der zweiten Stage. Level Auswahl. Haben wir schon genug Geld? Immer nur noch 450? So wenig? 30%. Da musst du ja wirklich echt viel Geld oder echt viel Zeit hier reinstecken. Na ja, gut. Ich denke, das soll es gewesen sein. Wie gesagt, das war jetzt so die erste Folge. Andere Ideen werden folgen. Ich habe noch ein paar Ideen im Hintergrund. Wird es immer mal wieder was Neues geben. Ich hoffe, es hat euch gefallen soweit, Leute, die erste Folge. Wir werden mal kurz mal ein bisschen... umblättern. Genau. So. Ja. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie gesagt. Und mal gucken, was wir so in den nächsten Folgen machen werden. In diesem Sinne, haut rein, bis dann. Ciao, ciao.